around because it's incredible, because we don't get to play in a place like this ever again, unless you come back. Yeah. I really love this theater, it's so cool, like, it's so hidden. Danke Bochum, ihr wart großartig. Die nächste Geschichte heißt Hunger. Charlotte. Und werden Sie stillen? Fragt die Apothekerin, nachdem Charlotte um Paracetamol gebeten und die teure Creme bestellt hat. Ihr Körper ist nun öffentlicher Raum. Ihre Privatsphäre beginnt erst hinter der Gebärmutter. Sie nickt, lächelt. Charlotte balanciert den Strauß Sonnenblumen in ihrem Arm. Der Bauch ist im Weg. Umständlich hält sie die Blumen aufrecht, trägt sie vor sich her wie eine Fackel. Sie mag ihren neuen Umfang, mag sogar die geschwollenen Füße, findet es witzig, dass sie sie nicht mehr sieht, wenn sie nach unten schaut. Im bestmöglichen Sinne fühlt sie sich wie ein Wal, prächtig, massiv, beeindruckend. Otto stört sich an ihrem Aussehen, auch wenn er das nicht zugibt. Er hat sich lange gedrückt, wollte erst Counsel werden, dann Salary Partner. Schließlich musste sie ihm ein Ultimatum stellen. Entweder ist sie bis zu ihrem 33. Geburtstag schwanger oder weg. Charlotte hat sich in Otto verliebt wegen genau der Eigenschaften, die sie jetzt stören. Ist das unfair? Egal. Fairness ist eine Kategorie, die auf den Bolzplatz gehört und in Ehen nichts verloren hat. In seinen Hunger hat sie sich verliebt, sein Streben. Er wirft ihr vor, sie hätte keine Ahnung, was es bedeutet, arm geboren zu sein. Dabei hat er sich in Charlotte verliebt, weil sie nicht arm geboren ist. 2 Stück Schwarzwälder Kirschtorte, bitte, sagt sie in der Konditorei. Sie hat 19 Kilo zugenommen. Das ist die Obergrenze von normaler Gewichtszunahme und laut der Gynäkologin völlig in Ordnung. Laut Otto nicht, auch wenn er das nicht so sagt. Oft sieht sie ihn auf ihren Bauch schauen und fragt sich, was er denkt. Er starrt darauf, als würde er ihn mit seinem Blick ultraschallen wollen. Ist das Vorfreude, Skepsis, so etwas wie Liebe? Sie wird nicht schlau aus ihrem Mann, obwohl sie überzeugt ist, dass es gar nicht so viel über ihn zu wissen gibt. Am Ende der Straße sieht sie das Haus thronen, ganz oben, wie eine Burg. Groß, grau, eine Festung. 6 Schlafzimmer, 3 Bäder, abbezahlt in 25 Jahren oder wenn ihre Eltern sterben. Wenn Otto auf Geschäftsreise ist, lädt sie Anna oder Franzi zum Übernachten ein. Sie macht eine Pause, die Burg scheint noch Meilen entfernt, auch wenn es kaum 100 Meter sein können. Auf der kleinen Steinmauer von Familie Rousseau streckt sie ihre Füße von sich, legt die Blumen ab. Durch ihr enges Kleid sieht es aus, als würde sie eine Wasserschlange verstecken. Ihr Sohn drückt sich an die Oberfläche, ist bereit, seinen Kokon zu verlassen. Auch sie ist bereit, schiebt die zahllosen Dinge, die bei einer Geburt schiefgehen können, von sich und versucht, sich auf den Duft des Flieders im üppigen Vorgarten der Rousseaus zu konzentrieren. Seit kurzem scheint Otto ihre Ängste ernster zu nehmen. Gestern Abend hatte er ihr sogar zugehört, als sie von der Studienlage zu plötzlichem Kindstod erzählt hat. Noch erstaunlicher ist die Sache mit dem Verkäufer. Vor 10 Tagen stand Charlotte unter Neonröhren an dem Tresen eines Geschäfts für Proteinpulver, lauschte der dröhnenden Technomusik und schlug wieder auf die kleine Klingel, als endlich ein Schrank von Mann aus dem Hinterzimmer trat. Seine glänzenden Oberarme steckten in einem zu engen schwarzen Shirt. Unter dem Logo des Ladens klemmte ein Schild, Marcel, das aussah wie aus einer Puppenstube geklaut. »Was ist Ihr Problem? Ich komme ja schon.« Ihr war sofort ungut, aber sie war bemüht, nicht jeder ihrer Ängste nachzuspüren. Sie räusperte sich also und fragte nach dem Pulver, das ihr kleiner Bruder sich zum Geburtstag wünschte. »Das ist nicht vorrätig, kann ich aber für Sie bestellen und nach Hause liefern«, bot der Verkäufer an und starrte auf ihre Brüste. Sie bejahte, schrieb ihren Namen und ihre Adresse auf einen Zettel. »Ey, Frau«, er schaute auf den Zettel, »Neumann.« Er kam um den Tresen, stand mit seinen mindestens 150 Kilo zwischen ihr und dem Ausgang und lehnte sich nach vorne. »Ich wollte immer schon mal eine Schwangere ficken. Hinten ist eine Couch, ist nur ein Angebot.
Er strich mit seiner Pranke über ihren Bauch, als ein weiterer Kunde den Laden betrat. Mit weichen Knien lief sie davon. Vor einigen Monaten hätte Otto diese Geschichte abgetan und sich kopfschüttelnd wieder seinen Akten gewidmet. Und das tat er auch zunächst. Aber am nächsten Morgen stellte er ihr dann Fragen, wollte wissen, wo der Laden war, verlangte, dass sie ihm den Vorfall aufschrieb, falls man rechtliche Schritte unternehmen wollte. Charlotte sollte, laut Dr. Meyer, Angst und Liebe nicht gleichsetzen, aber in diesem Moment fühlte sie sich geliebt. Wie Otto mit seiner leicht gebräunten Hand das Haar raufte und sie bat, den ganzen Vorfall möglichst detailgetreu zu notieren. Das war Liebe. Die ersten Blüten lassen in der Sonne die Köpfe hängen, sie stemmt sich wieder hoch, nimmt ihre Tasche und den Strauß und läuft die letzten Meter zur Burg. Mit verschwitzten Händen gibt sie den 6-stelligen Code ein, wartet auf das leise Summen und schiebt sich durch die Tür. In der Küche gießt Charlotte sich Wasser ein, als sie das Geräusch hört. Ein Poltern, ein Schleifen. Einatmen, ausatmen. Schützend legt sie eine Hand auf den Bauch, auch wenn die Hand ihren Sohn im Ernstfall vor nichts beschützen würde. »Schatz, ich bin hier unten, komm mal«, hört sie Otto rufen und wischt erleichtert eine Träne von der Wange. Immer noch zitternd geht sie die Kellertreppe hinab. Neben Otto auf ausgelegter Zeitung die Wickelkommode, die sie von Franzi übernommen hat. Außerdem ein Eimer blassgrüner Farbe und ein Pinsel. Sie streicht Otto über die Wange, hofft, er sieht nicht, dass sie grundlos geweint hat. »Ich habe mir den Vormittag freigenommen, dachte, wir streichen gemeinsam die Kommode. Du wolltest sie doch grün haben, oder?« Er nimmt den Hammer in die Hand, was auch immer er damit vorhat, und sie bückt sich schwerfällig um die umgeschlagene Ecke der Zeitung. Marcel. Er hat vieles versucht, den Vape-Shop, die Pizzeria, hat eine Weile gedealt, aber dann ging das nicht mehr wegen Entzug. Das hat alles nicht richtig geklappt. Er hat zu klein gedacht, die ganze Zeit Laufburschen und Kellner gespielt, wenn er eigentlich hätte checken müssen. Er ist ein Leader, ein Manager. Als er das YouTube-Video von Shakes for Life gesehen hat, war er sich erst nicht sicher, aber dann war er auf dem Pump Day und die Typen waren alle korrekt. Man muss da natürlich erstmal reinstecken, ist ja normal. Das war bei Steve Jobs und so ja nicht anders. Eigentlich voll das simple System. Mit den Shakes verdient man Geld und dann wird man noch beteiligt, wenn das eigene Team Geld verdient. Und das ist halt wichtig, sich ein gutes Team aufzubauen. So macht man richtig Asche. Man braucht am Anfang nur 5 Leute unter sich und man selbst ist ja schon einer davon, also nur 4. Das geht ja klar. 4.000 Euro für den Business-Start klingt erstmal viel, aber man kriegt diese Produkte, die bringen sogar echt was. Das dürfen die aus rechtlichen Gründen nicht erzählen, aber der eine von der Firma hat ihm das unter der Hand gesteckt. Das Zeug wirkt so richtig krass. Ganz viele Leute sind dadurch schon geheilt und deswegen ist es auch nicht schwer, das zu verkaufen. In ein paar Wochen kann Marcel den Job bei den Protein Bros schmeißen, da ist er sicher. Vor allem, wenn er jetzt halt nicht nur der eigenen Mutti das Zeug andreht, sondern Typen wie dem Anzugtypen. Er will die Art Geld machen, wo ganze Generationen vor und nach ihm ausatmen können. Er will seiner Mama ein Haus kaufen, will, dass seine Kinder es mal besser haben, will Kiran einen richtig fetten Ring kaufen, nicht so ein 100-Euro-Scheiß. Das war eine echte Überraschung, die ganze Story mit dem Typen, aber man muss halt visualisieren, was man will, und das hat er gemacht. Die Geschichte beginnt ein bisschen beschissen, aber whatever. Er hatte ja den Rückfall vor 2 Wochen und stand also voll high bei den Protein Bros, als so eine richtig pralle Alte reinkam, die aussah, als wäre sie kurz vorm Platzen. Er erinnert sich nicht genau, was er gesagt hat, aber gut kann es nicht gewesen sein. Hat sich dann auch schlecht gefühlt und das direkt in der Selbsthilfegruppe besprochen. Deswegen war es so überraschend, dass ein paar Tage später der Mann, von der reinkam, teurer Anzug, teure Frisur, hat man direkt gesehen, der hat Kohle. Und der spricht so mit Marcel und quatscht ganz normal über Proteine und Marcel wundert sich schon, was will denn so ein Lauch mit Proteinpulver? Egal. Marcel nutzt die Chance, erzählt von Shakes for Life und dem ganzen Geschäftsmodell und der Typ ist begeistert und sagt, er muss los, aber lädt ihn zu sich nach Hause ein, um mal mehr drüber zu reden. Marcel parkt den Wagen direkt vorm Haus, will, dass der Typ sein Auto sieht. Die Blumen lässt er auf dem Beifahrersitz liegen. Sollte die Frau zu Hause sein, entschuldigt er sich einfach ganz normal. Wenn nicht, will er nicht wie eine Schwuchtel mit so Blumen vor dem Typen stehen. An dem Tor gibt er den PIN ein, der Typ hat ihn gezwungen, den auswendig zu lernen. Auf keinen Fall durfte er ihn aufschreiben.
Das Haus ist krass, massiv. Das ist ein Blick in seine Zukunft, entscheidet Marcel. Er wird Business machen mit solchen Typen, bis er so ein Typ wird. Er geht in die Eingangshalle, alles ist hell und totenstill. Reiche Leute können sich leisten, dass es leise ist, ne? Hier unten, ruft jemand und er sieht eine offene Tür am Ende des Eingangsbereichs, neben der Küche. Er stellt sich gerade hin, Haltung ist wichtig bei Business, und geht die Treppe runter. Auf dem Boden sieht er Öl oder so, aber rot, so wie Blut. Fuck, ruft er und kniet sich zu der Frau, die am Boden liegt. Fuck, 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 schreit er, kniet sich über sie, wo ist der Typ? Er streicht der Frau über den blutverschmierten Kopf, fasst ihren riesigen Bauch an, drückt zweimal unbeholfen auf ihre Brust, im Rhythmus zu welchem Lied nochmal? Scheiße, Hilfe, schreit er, schaut sich um und sieht den Typen mit einem Gewehr in der dunklen Ecke hinter sich stehen. Marcel springt auf und... Otto. Schnell, woran denken Sie beim Wort Ehe? Verbindlichkeit, Ehegattensplitting, Nachwuchs? Die Romantik könnte Ihnen vielleicht Vertrauen oder gar Liebe? Ich dachte, die Ehe würde einfach dazugehören, wie der Schützenverein oder die Mitgliedschaft im Golfclub. Dinge, die man sich nicht aus freien Stücken herausgesucht hat, die man aber macht, wenn man nach oben will. Ich dachte Aufstieg, ich dachte die Möglichkeit, ein geregeltes Leben zu führen. Ganz im Gegensatz dazu, was meine Gattin sich zusammengesponnen hat, war unser Treffen kein Schicksalsmoment. Ich auf der Aktionärsversammlung auf der Suche nach Töchtern, die Papa zu Lachshäppchen begleiten. Sie mit Papa bei Lachshäppchen. Schlank, blond, aufrecht wollte ich sie. Mit der Art Schönheit, die es leicht macht, sie sich als Statue vorzustellen. Ein Körper, der neben Erregung noch etwas anderes hervorruft. Worte wie Bone Structure oder Anmut. Halb Frau, halb Rehkitz. Durchschnittlich intelligent, emotional unsicher, aber stabil, auf keinen Fall eine Wahnsinnige. Charlotte ist stolz darauf, nicht an Zufälle zu glauben. Alles passiert aus einem Grund, sagt meine Frau. Aber sie sagt auch, dass sie den Fötus in ihrem Bauch liebt, seit sie das erste Mal seinen Herzschlag gehört hat. Heilige Einfalt. Bei unserer ersten und letzten Sitzung Paartherapie habe ich versucht, mich in sie reinzudenken. Oder vielleicht nicht sie persönlich, aber in andere Menschen. Mit ihren Wehwehchen, ihren Gefühlen, ihren ganzen Unsicherheiten. Otto, was fühlst du wirklich? Fragt Charlotte. Es gibt keine Tiefe, wenn man nur Oberfläche ist. Charlotte will das nicht glauben. Sie sagt, du bist doch kein Stein. Natürlich nicht. Steine sind nicht wütend. Das Problem ist, dass sie seit der Schwangerschaft unter dem Glauben zu leben scheint, sie hätte Anspruch auf mich. Auf meine Zeit, auf meine Aufmerksamkeit. Als wäre die Erpressung, die an Samenraub grenzt, nicht schlimm genug, denkt sie nun, da sie endlich fett werden darf und ihren Instinkten nach Fortpflanzung nachgehen, ich würde ihr noch mehr schulden. Kennen Sie White Noise? So fühlt sich meine Wut an. Ein Rauschen, ein lautes, undurchdringliches Rauschen. Es passiert einmal jährlich, vielleicht öfter. Ein Rauschen, das sich nur ausschalten lässt, wenn der Gegner vernichtet ist. Wenn die Putzfrau gefeuert ist, die sich über sexuelle Belästigung beschwert. Wenn der Typ in der Bar, der mich anrempelt und sich weigert, sich zu entschuldigen, mit gebrochenen Rippen im Krankenhaus liegt. Wenn die Bitch, die nicht checkt, dass sie als Affäre nicht bei mir zu Hause auftauchen darf, heulend am Boden liegt. Wenn die Leute, die meine Autorität in Frage stellen, wissen, wo sie hingehören. Charlotte meint, ich hätte ein Wutproblem. In Wirklichkeit hat die Welt ein Problem, mir genügend Respekt zu zollen. Ich arbeite härter, jogge länger, habe den höheren IQ, das größere Haus, hatte die schönere Frau, verneigt euch. Meine fette Frau glaubt nicht an Zufälle und anscheinend auch nicht an Grenzen. Erst sollte ich so tun, als würde ich mich für Stillkissen interessieren, dann sollte ich mit zu einem Geburtsvorbereitungskurs, bei dem mir gesagt wurde, es sei mein Job, meine Frau dafür zu loben, was jeder Hund und jedes Schwein ohne Lob hinbekommen. Jetzt soll ich Elternzeit nehmen, als hätte Charlotte nicht alle Zeit der Welt, während meine Zeit Geld ist, 56 Euro pro Stunde, um genau zu sein, plus Boni, versteht sich. Vor 10 Tagen geriet mein Glaube an Zufälle das erste Mal ins Wanken. Nach kurzer Überlegung war auch Charlottes Zusammentreffen mit diesem Gorilla reiner Zufall, aber für einen Augenblick hielt ich es für einen Wink des Schicksals, für ein Zuzwinkern des Universums.
So ein Volltrottel mit einem Pyramidensystem, wie es im Buche steht. Riesige Einkommensversprechen, hohe Einstiegsinvestitionen und die Notwendigkeit, den gesamten Bekanntenkreis zu rekrutieren. Charlotte kam aufgelöst, es braucht bekanntermaßen nicht viel, nach Hause und nachdem ich eine halbe Nacht wach lag, stand der Plan. Ich ziehe die blutige Kleidung aus. Wer hätte gedacht, dass so viel Blut aus einem so zarten Kopf spritzt? Wische mir das Gesicht mit dem feuchten Waschlappen ab, stecke alles in die Waschmaschine und schalte sie ein. Dann hebe ich das Gewehr noch einmal, lasse es fallen und stürze zu Charlotte. Ich fühle ihren Puls, aber da ist nichts mehr, fühle seinen, auch er ist Geschichte. Ich hechle ein paar Mal, mache 20 Liegestütze und renne die Treppe hoch. Hallo, Polizei, Hilfe! Ich brauche Hilfe, meine Frau, er hat meine Frau umgebracht. Schnell, ich glaube, sie atmet noch. Kommen Sie schnell. Wissen Sie, was ich jetzt beim Wort Ehe denke? Ich denke Unterhaltszahlungen. Ich denke verpasste Gütertrennung. Ich denke gesunkener Marktwert. Dankeschön.